Und herzlich willkommen hier zurück bei Armatoct Bioshock Infinite. So, wie versprochen, jetzt sind wir zurück zur Good Time. Ja, zur guten Zeit. Und guck uns mal das Gebäude hier an. Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja, danke. Also. Ich bin auch wieder da, wenn Showtime ist. Okay, wir tun ja gucken für den Karabiner. Nee, Magazingröße fürs Maschinengewehr. Magazingröße fürs Maschinengewehr. Nehmen wir mal das. Ich hoffe, dass wir diese Upgrades ständig haben, ansonsten nicht, dass ich das Geld hier ständig rauswerfe. Für, naja, für Hulle. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Nee. Kommt wieder, wenn Showtime ist. Okay. Ich kann ja auch leider nichts sehen wegen optionale Sachen. Okay. Das ist natürlich jetzt merkwürdig. Ja. Okay, die sind alle tot. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen hat seinen Platz. Nennen sich die Pharaos in Ägypten, um ihre keine dafür gemacht. Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also... Kopf hoch! Die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch erbaut. Okay. Ah! Musik! Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Okay. Ah, ich habe die Musik ja extra leise gestellt. Okay. Achso, hier kann man Medizin dann bekommen. Okay. Wir durchsuchen nochmal schnell den Rest hier. Okay. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Ja, da gehen wir gleich rein. Keine Sorge. Scharfschutzgewehr brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, Gewehr. Was wollen Sie mit dem Ding hier? Mal gucken. Einen Marienkäfer? Ja. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Kriegst du es auf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Der Freund des Hungers, der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt.
Sonst das Tonband, das hören wir uns auch nochmal an. Na, ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Okay, also ich finde sonst keinen anderen Weg. Wir müssen hier rein. Dann ist es halt so, erstmal da rein. Okay. Hier, gut aufheben. Dankeschön, danke. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Hab was drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Das glaube ich auch. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Unten? Da waren wir doch gerade erst. Verzeihung. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ja. Okay. Stehen Sie Ihren Mann. Ja, was soll ich denn sonst machen?
tun. Hier ist es, Mr. DeWitt. Tut mir leid, was ich bei den Doktor... Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nenn mich bitte Booker. Okay. Ich habe den Gutscheinplatz, Sir oder Madam, wo der Löwe brüllt. Die Show beginnt in Kürze. Da, DeWitt, mein Junge. Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Sie sind ein harter Hund und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Okay. Die sieht auch schon fertig aus, ey, die arme Kleine. Das sind Upgrades. Ich hätte gerne eine neue Waffe. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Waffen. Alles, was tödlich ist. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Bitte sehr. Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Schmor in der Hölle! Junge, Junge! Qualitätsarbeit! Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich hab ihn an der Jobbörse ergattert. Keine Gnade! Kein Geld! Hier! Wow! Sie übertreffen alle Erwartungen, mein Junge! Was? Okay, ab hier runter. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Boiler zu füttern. Oh, Scheiße. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich stehe durch die Augen des Propheten. Gnade ist Sache des Herrn. Booker, hier! Danke. Frohlocke, denn der Tod... Junge, ich muss sagen, Sie gefallen mir! Scheiße, hier, bitte! Du ausgezeichnet mit so viel Ehrgeiz!
werden sie bei Fink Industries bringen. Ich gratuliere, DeWitt! Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Achso, er kriegt, was er will. Ah ja. Okay. Booker, da drüben ist eine Tür. Okay. Aber vorher würde ich nochmal schnell hier. Lockpicks. Davon kann man nicht genug haben. Lockpicks? Wo denn? Sie hat gerade Lockpicks gesagt. Wo denn? Jetzt muss ich die natürlich mal suchen. Nee, das ist Medizin. Wo denn? Wo sind Lockpicks, meine Kleine? Na? Wahrscheinlich hier unter der Treppe? Sieh einer an. Das sieht wichtig aus. Okay. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Okay. Das heißt, jemand anders konnte auch diese Musikrisse hören, was sie gehört hat. Komm, Freddy, du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben. Wer ist da? Ach man. Wanted. Okay. Klar, die werden gesucht. Logisch, klar. Hier ist was, okay. Achso, alles voll. Okay. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Okay. Hier wäre ein Schloss. Mann, ohne ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Fertig. Was
war das? Greift sie ein! Ja! Hey! Ja, hey? Das ist es! Das Buch für den Uhrenladen! Okay, das heißt, wir können dann gleich wieder zum Uhrenladen zurück. Okay. Cool. Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Schüttel mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Nochmal, oder? Ja, hier haben sie ihn verhört. Okay. Ach, was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Ja, klar. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Okay. Kein Gegner mehr. Ah, Knockpack. Das ist sehr gut. Slate. Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Ja, hätte ich ihn doch mal umpusten sollen, einfach. Hier, gut aufheben. Durch die Wand durch. Wahnsinn. Können wir die Kiste davon auch nochmal looten? Ja. Ah, nix. Kein Geld. Geld! Elizabeth? Ich probier's mal. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Bitteschön. Kriegst du das geknackt? Ach, das wird nicht lange dauern. Okay. Bitte. Oh, was haben wir hier? Beim Nahkampfschaden. 50% inniger Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Opfer nehmen 3 Sekunden lang 400 Jahre. Anliegen natürlich. Ja, jede Zelle haben wir dann durch. Gewitz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, Gewitz. Nicht mit Hyänen. Okay, den haben sie umgebracht.
zu spät. Verdammt. Fink. Das hat er gemeint. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Naja, ich muss ja dann noch das öffnen, laut Story. Ja, natürlich. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Okay. Alles dieser Widerstandskämpfer hier. Ja, Finch ist immer noch hier eingesperrt. Daisy Fitzroy! Los jetzt, du Scheißkerl! Erzähl mir was über Daisy! Mach ihn los! Was? Scofield sagt losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia, Gassett? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Bitte woanders hinzielen. Okay. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Die Rebellion ist aber immer noch. The Fox. Okay, The Fox. Was denn? Es ist immer noch dasselbe. Okay. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Ja. Ich. Wieso bin ich noch hier? Ich hasse einen von mir. Wen hasse ich? Ich weiß es nicht. Hier sind zwei. Welche ist das Ich? Und welche hasst wen? Was machen Sie? Was ist mit Ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Okay. Was geht hier vor, Saxmark? Als mein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an Ihren Männern vorbeikamen und was Sie im Keller wollten. Was
nach! Unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Okay. Wer hing denn anders an der Wand? Okay. Wir besuchen mal ganz kurz die Toiletten. Oh, sehr gut. Lockpick ist immer gut. Okay. Da geht's hoch. Halt, das nehmen wir mit. Wenn wir schon immer hier sind. Wunderbar. Nein, hier ist jetzt nichts. Okay. Hier hält er die Uhr jetzt anders. Okay. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich. Ist zwecklos. Eine Kuh kann keine Hilfe sein. Oh Gott. Bring dich um. Und warum solltet ihr das wollen? Ich habe nicht. Hier, Bucke. Gut. Danke. Arbeit. Es soll wissen. Und geht schlafen. Ich sagte halt. Wahrheit ist Schönheit. Puh. Schutzbucker! Oh, halt! Oh, Mist. Bring dich um! Okay, machen wir Folgendes. Öffne ihn. Hier! Schneidet ihn! Achtung! Job für Fink wird nichts. Puh. Ja, der ist natürlich auch nicht schlecht, das ist ja Granatwerfer in der Art. Aber ich glaube, ich bleib doch hier bei der. Schön Maschinengewehr einfach. Halt! Wir können ja hier zu den Medizin. Hier. Wir können ja das hier entziffern. Gut, eine Sekunde.
Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Die hier scheint's zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Okay. Das soll doch. Ja, scheiß die Wand dann so ungefähr. Wir nehmen. Melly. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Aber Slade hat mir klargemacht, es liegt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Nee, das Buch ist sonst nichts mehr wert. Okay, dann gehen wir hier weiter. Trotz Überlänge machen wir einfach mal weiter. Können wir hier irgendwas machen? Tja, ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. So. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Art ohne mich gehen. Des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Okay, ja. Ich dachte, man kann hier irgendwas noch sehen, wenn man nach oben springt. Wir müssen da in die Waffenfabrik wieder rein. Achso, da kommen wir nicht rein, da brauchen wir diesen Art Rambock, hat sie ja gesagt. Halt das Radio hier. Hat sich hier irgendwas zerriss? Nee. Nichts. Okay, hätte sein können, dass da irgendwas ist. Deswegen. Okay, wir treten aus. So. Ups. Ab nach oben. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Okay. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich. Kein Ort für Dummköpfe. Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin. Unten. Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Auf ihn. Nee, okay. Puh, ich weiß nicht, wie ich das sonst... Keros? Sind wir in der Werkstatt? Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Okay. Linderis.
Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Okay. Wir sind jetzt aber in einer Art Parallelwelt. Ja. So verstehe ich das gerade so. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Ja, ist eine gute Frage. Na gut, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt hier Feierabend erstmal. Ja. Und sehen dann sozusagen uns die Verwahrstelle an, wo die Werkzeuge sind. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao.